So Leute, da sind wir beim nächsten Deck-Tag und ich habe was relativ Aktuelles und sehr Cooles dabei. Und zwar ein neues Combo-Deck, wo wir mal wieder LED kaputt gemacht haben. Gerade in der Pre-Season von Kamigawa wurde dieses Deck sehr gehypt. Und ich dachte mir, warum baue ich es nicht mal und spiele damit mal? Und ich muss sagen, es ist wirklich, wirklich cool. Starten würde ich mit 5 Snow-Covered Islands. Das ist halt ein blaues Land. Weil wir spielen ein monoblaues Artefakt-Deck. Und da passen dann natürlich zusätzlich zu den 5 Ländern auch 4 Artefakt-Länder rein. Hier sitzt der Synode, tappen für ein blaues, ist ein Artefakt-Land. Als nächstes direkt eine neue Karte, auch aus Kamigawa, und zwar ein Otawara. Man kann theoretisch auch hingehen und kann 4 Snow-Covered Islands spielen und 2 Otawara. Weil die Karte ist echt gut. Es ist ein legendäres Land, tappen für ein blaues und wir können 4 Mana bezahlen, das in unsere Hand abwerfen und ein Artefakt, eine Kreatur, ein Enchantment oder Planeswalker auf die Hand geben. Ich verstehe noch nicht ganz, warum sie nicht einfach gesagt haben, permanentes. Aber okay, diese Fähigkeit kostet 1 Mana weniger für jede legendäre Kreatur, die wir besitzen. Wir haben legendäre Kreaturen drin, deswegen ist dieser Part tatsächlich relevant. Gucken wir das nächste Land an. Da spielen wir 4 Ancient Tombs. Ist ein Land, tappen für 2 Mana, wir kriegen 2 Schaden. In vielen dieser Listen ist das einfach gesetzt. Und zusätzlich dazu, wie meistens, spielt man 4 Ancient Tombs und 2 City of Traders. Auch hier tappen für 2 farblose. Und wenn man ein anderes Land spielt, dann muss man die City of Traders opfern. Dazu haben wir noch obligatorisch, weil sie mittlerweile überall reingehören, Ursas Sagas. Und ja, mit Ursas Saga haben wir eine Saga, eine Ursas Saga. Und naja, sie kommt mit einem Low Counter rein. Bei 3 müssen wir sie opfern. Und nach jedem Draw Step bzw. Beginn jedes Mainsters bekommt sie eine weitere Lore-Counter. Wir haben beim ersten Lore-Counter tappen für ein farbloses, beim zweiten bekommt sie zusätzlich 2 Mana tappen, wir kriegen ein 0-0-Konstrukt. Das +1/+1 kriegt für das Artefakt, was wir kontrollieren. Und bei 3 können wir das Ding opfern und unser Deck dann ein Artefakt mit Mana-Kosten von genau 0 oder genau 1 durchsuchen. Ist halt ein sekundärer Plan, wir können damit auch Beatdown gehen und wir haben einen leichten Tutor drin. Muss einfach in so ein Artefakt-Deck sein. Gehen wir weiter, und zwar gehen wir direkt weiter zu den Planeswalkern. Davon spielen wir auch ein paar. Wer hätte es gedacht, wir spielen Khan the Great Creator. Ist ein 4-Mana, 5-Marken Planeswalker Khan. Aktivierte Fähigkeiten von Artefakten kann der Gegner nicht mehr aktivieren. Selbst Mana-Abilities kann er nicht mehr aktivieren. +1 bis zu eurem nächsten Zug. Wird ein Nicht-Kreaturen-Artefakt zu einem Artefakt-Kreatur mit Stärke und Widerstandskraft gleich der Mana-Kosten. Damit können wir anfangen, Länder kaputt zu machen und ähnliches. Und bei -2 suchen wir uns ein Artefakt, was wir besitzen, von Outside the Game oder immer aus dem Exile aus und zeigen sie auf, vornehmen sie auf die Hand, als aus dem Sideboard oder Exile. Das ist tatsächlich wichtig, weil, naja, unsere Win-Condition ist im Sideboard. Spoiler. Dann haben wir Narset, Pattern of Whales. 3 Mana Planeswalker mit 5 Marken. Jeder Gegner kann nicht mehr als eine Karte pro Runde ziehen. Und bei -2 können wir uns über 4 Karten unseres Decks angucken und eine Non-Creature, Non-Land-Karte darauf vorzeigen, sie auf die Hand nehmen, den Rest unter das Deck legen. Ist sehr wichtig, weil wir haben in unserer Kombo sehr, sehr viele Nicht-Kreaturen-Pieces. Und deswegen ist die Narset da sehr, sehr wichtig. Soviel zu den Planeswalkern. Gehen wir mal zu den Spells. Da haben wir erstmal die Karte, die mit Narset einhergeht, einfach weil sie in Kombination sehr, sehr gut ist. Und zwar Echo of Eons. 6 Mana Sorcery, jeder Spieler mischt seine Hand und seinen Friedhof wieder in sein Deck und zieht danach 7 Karten mit 3 Mana Flashback. Wenn wir jetzt eine Narset draußen haben, zieht Gegner eine Karte und wir 7, das ist schon ziemlich fair und tatsächlich eine Gewinnstrategie in sich, weil der Gegner dann meistens concealed, weil den Value holt er selten wieder ein. Dann haben wir noch die Karte, die hier tatsächlich das wichtigste Kernpiece des Dings ist. Leider Gottes habe ich sie dreimal in Deutsch, einmal in Englisch, und zwar Artificer's Intuition. 2 Mana Verzauberung für ein blaues, können wir ein Artefakt aus unserer Hand abwerfen, unser Deck nach einer Artefaktkarte mit Mana-Kosten von 1 oder weniger durchsuchen, vorzeigen, auf die Hand nehmen. Danach mischen wir unser Deck. Ja, ist Teil der Combo. Werdet ihr auch noch einen kleinen Combo-Part sehen, wo sonst der Deck-Talk ist. Dann haben wir Kreaturen drin. Wir haben die Kreatur, die einhergeht mit dieser Combo, und zwar Containment Construct. 202-1. Immer wenn eine Karte discarded wird, kann man sie, wenn man möchte, exilen und dann kann man sie, wenn man möchte, diese Runde spielen. Also Casten, Play, heißt, wir können auch Länder machen, das ist ganz gut. Und sollte man Gedächtnis haben. Aber hauptsächlich ist es so, wir werfen hiermit was ab, was dann ins Exile geht, was wir dann casten. Das ist die Combo. Gucken wir uns später an. Als Unterstützung für die Narset, für die andere Combo, die wir drin haben, also für den kleinen Lock, haben wir noch
zwei Hullbreacher drin. 3 Mana, 3, 2 Flash. Wenn ein Gegner eine Karte ziehen würde, außer die erste, die er in seiner Drawstep zieht, also auch alle anderen Karten, die er ziehen würde, außer halt diese eine in der Drawstep, dann zieht er diese Karte nicht und wir kriegen einen Treasure Token. Ähnliches Prinzip mit Echo of Eons. Der Gegner zieht weniger Karten, wir ziehen eine Menge Karten. Fair. Dann haben wir noch als Kreatur 4-mal Emry, Lurker of the Lock. Eine Kreatur mit Affinity, die keine Affinity hat. Ein blaues Mana, 2 farblose, 1-2. Die wird für 1 günstiger für jedes Artefakt, was wir kontrollieren. Und wenn er ins Spielfeld kommt, dann millen wir 4 Karten und wir können sie tappen und eine Artefaktkarte aus unserem Friedhof auswählen und können diese Karte diese Runde casten. Auch hier sehr, sehr cool. Ich finde es hier ganz lustig, dass sie noch drunter geschrieben haben, you will pay the mana cost, you still pay the costs, timely rules still apply. Da steht hier schon nicht mehr drauf. Finde ich ein bisschen schade. Zählt aber für alles, wo Play draufsteht. Soviel zu den Kreaturen, gehen wir mal zu den Artefakten. Weil davon haben wir eine Menge drin. Erstmal haben wir Mana-Artefakte. Wir haben 4 Lotus-Petal, 0 Mana-Artefakt, tappen, opfern und wir kriegen eine Mana-beliebiger Farbe. Ziemlich einfach. Dann haben wir 2 Moxopale, ist ein 0 Mana-Artefakt, tappen und wir kriegen eine Mana-beliebiger Farbe. Können wir nur aktivieren, wenn wir 3 Artefakte kontrollieren. Das passiert relativ zügig, dass wir 3 Artefakte kontrollieren. Dann haben wir eine der Keykarten, einfach weil sie die Kombo-Karte ist. Lion's Eye Diamond. We broke Lion's Eye Diamond again. 0 Mana, opfern, unsere Hand abwerfen. Wir kriegen 3 Mana, einer beliebigen Farbe. Und ja, das werdet ihr nachher sehen. Das ist dämlich gut. So, dann haben wir noch, um uns zu verstecken, beschützen und zum Karten ziehen, einige Artefakte. Und dabei haben wir zum Beispiel Ursas Bubble. 0 Mana Artefakt, tappen, opfern. Wir suchen uns eine random Handkarte von einem Gegner aus, gucken uns sie auf die Hand an. Und können wir auch machen, wenn der Gegner keine Handkarten hat. Und zu Beginn des nächsten Versorgungsmoments ziehen wir eine Karte. Die ist mit Emry halt ein zusätzlicher Card Draw und ist ein weiteres 0 Mana Artefakt. Warum also nicht? Dazu haben wir 4 Defense Grid. 2 Mana Artefakt Spells, die man im gegnerischen Zug spielt, kosten 3 Mana mehr. Sowohl für uns als auch für den Gegner. Wir spielen so gut wie nichts im gegnerischen Zug, außer vielleicht mal ein Hullbreacher. Dementsprechend ist Defense Grid da relativ gut. Dann, damit wir es auch suchen können, also wir können auch die ganzen Nuller auch mit Ursachsage suchen, aber wir können auch eine Ätherspruchbombe suchen. 1 Mana Artefakt für ein blaues, opfern wir das Ding, bringen eine Kreatur zurück auf die Hand oder für ein farbloses, opfern wir das Ding und ziehen eine Karte. Auch das sehr, sehr relevant, um Hate Pieces loszuwerden. Und wir haben ein Elixir of Immortality. 1 Mana Artefakt. Ich hätte nie gedacht, dass das Elixir relevant ist. 2 Mana tappen, wir kriegen 5 Leben und mischen das Ding aus und unseren Friedhof wieder in unser Deck. Dass diese Karte irgendwann mal Legacy Play sieht, ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte es echt nicht gedacht. Soviel zum Mainboard. Gehen wir mal kurz zum Sideboard. Im Sideboard haben wir einiges an Spells. Wir haben 2 Hydroblasts. Ein blaues Mana Interrupt. Wir kontern einen roten Zauber, da zerstören ein rotes Permanentes. Wichtig gegen, ihr habt es wahrscheinlich schon erraten, Red Element Blasts und Meltdowns. Gerade Meltdown ist für uns richtig eklig. Dementsprechend spielen wir sogar noch einen Blue Elemental Blast. Das ist ein bisschen crazy, aber ja, muss man bei uns tatsächlich machen. Meltdown ist eine Karte, die sehr viel gespielt wird. Dann Hercus Recall für das Artefakt Mirror, wo wir alle Artefakte zurück auf die Hand geben können, um von einem Spieler unserer Wahl, was sehr, sehr stark ist und kann uns dann nach vorne bringen. Und dann haben wir eine Menge One-Offs. Wir haben als Targets, die wir entweder mit Karn suchen können oder reinboarden können, eine Pithy Needle. Warum können wir die auch reinboarden? Wegen Ursas Sage. 1 Mana Artefakt, wenn sie ins Spiel kommt, sagen wir eine Karte an. Aktivierte Fähigkeiten, die diesen Namen haben, können nicht benutzt werden, es seien, sind Mana Abilities. Eine Soulguide Lantern. Kommt ins Spiel, exiliert eine Karte aus dem Friedhof, tappen, opfern, exiliert jeden gegnerischen Friedhof. 1 Mana tappen, opfern, eine Karte ziehen. Auch die mit Emry und mit Ursas Saga sehr, sehr gut. Dann Hope of Girapur. 1 Mana 1-1 Topter, legendäre Kreatur. Fliegend. Und wenn der Demeter Schaden zufügt, können wir den opfern. Und der Gegner kann bis zu unserem nächsten Zug keine Nicht-Kreaturen-Zauber casten. Ha. Also bis wir wieder dran sind. Das ist auch so stark. Dann haben wir noch ein Thrun Foundry. 1 Mana Artefakt, 1 Mana tappen, wir removen den aus dem Game. Und ein Spieler unserer Wahl mischt seinen Friedhof wieder in sein Deck. Auch das kann dazu führen, dass der Gegner eben nicht wirklich gut damit interagieren kann. Das ist ein anderer Angle of Attack als die Soulguide Lantern. Deshalb sehr, sehr wichtig. Ebenfalls haben wir eine Retro für der Foundry. 3 Mana zum Enttappen, 2 Mana tappen, wir kriegen einen Servo, 1 Mana tappen, wir opfern einen Servo, kriegen einen Topter.
tappen, opfern einen Top da und kriegen einen 4-4 Konstrukt. Sehr, sehr cooles Teil. Alles Einmanner-Dinger eben, die man auch reinboarden kann für Ursas-Saga. Sachen, die man nicht reinboardet, ist unter anderem das vierte Containment Construct, die Ensnaring Bridge. 3 Mana hat Kreaturen mit höherer Stärke als Handkarten, die wir haben, können nicht angreifen. Sehr, sehr wichtig, wenn wir uns irgendwo verstecken müssen. Mit Kahn raussuchbar, deshalb sehr, sehr wichtig. Ebenfalls Liquid Metal Coating. Tappen, ein permanentes wird zum Artefakt. Damit können wir eben den Landzerstörung betreiben. Das ist sehr, sehr strong. Dann habe ich einen Kappa-Kanonier im Sideboard. 6 Mana, 4-4, Improvise, das heißt, Artefakte können Mana-Kosten bezahlen, indem du Mana die Artefakte tappst, um Mana günstiger zu machen, beziehungsweise 1 Mana zu bezahlen. Das Ding hat Ward 4, das heißt, wenn es Ziel von Zauber oder Fähigkeiten wird, wird es gekontert, das ist eine Wäscherzeit 4 Mana. Und immer wenn Artefakt und Dauerkontrolle ins Spiel kommt, kriegt der eine +1/+1 Marke und kann diese Runde nicht geblockt werden. Wenn wir den raussuchen, geben wir den Beatdown-Plan, gerade mit Ursas-Saga, sehr, sehr stark. Und unsere Win-Condition, Walking Ballista im Sideboard, 0-0, kommt mit X Marken ins Spiel und für 4 Mana können wir Marke drauflegen und wir können Marke runternehmen, einen Schaden zufügen. Ja, wir können hiermit einfach Infinite Mana machen und dann einfach gewinnen. Ja. Statt dem Deck-Talk gehen wir jetzt mal ganz kurz in einen Combo-Turn rein. So, schauen wir, dass das Spiel schon ein bisschen gelegen hat. Wir haben hier so ein paar Mana-Artefakte und wichtig ist, dass wir die Artificer's Intuition, irgendein Artefakt, ich habe jetzt mal hier die Elder Spellbomb genommen und das Containment Construct haben und 3 Mana. Wir brauchen insgesamt 3 Mana für die Combo. Ich habe jetzt einen Defense Crit dabei gelegt, damit der Gegner nicht reagieren kann, in Anführungsstrichen. Das Ganze wird sehr viel einfacher, wenn wir einen Artefakt und ein Lion's Eye Diamond haben, dann geht das sehr viel zügiger. Da wir das in dieser Kombo jetzt aktuell noch nicht haben, würde ich sagen, machen wir es so. Ich nehme euch einen kleinen Würfel mit dabei, um euch die zu zählenden Mana zu erklären und euch zu sagen, was wir tun. So, starten wir mit dem Effekt, dass wir für ein blaues Mana eine Karte aus unserer Hand abwerfen, Äther Spruchbombe und ich blicke die mal hier unten so hin. Und damit unser Deck nach einer Karte durchsuchen, die 0 Mana kostet. Haben wir das Lion's Eye Diamond. Jetzt bezahlen wir 1 Mana, benutzen die Artificer's Intuition erneut, benutzen das Containment Construct, um die Karte zu exilen und dürfen unser Deck nach einem 0 Mana Artefakt durchsuchen. Lion's Eye Diamond. Dann spielen wir Lion's Eye Diamond. Jetzt kommt der Clou an dem Ganzen. Wir benutzen für 1 Mana die Artificer's Intuition. Die Karte Lion's Eye Diamond aus unserer Hand geht wieder ins Exile durch das Construct. Und in Reaktion darauf benutzen wir das Lion's Eye Diamond und bekommen 3 blaue Mana. Jetzt machen wir das wieder. Das heißt, wir suchen uns wieder ein Lion's Eye Diamond raus. Spielen unser Lion's Eye Diamond. Bezahlen 1 Mana, werfen diese Karte ab. In Reaktion darauf benutzen wir Lion's Eye Diamond. Heißt, wir gehen auf 5 Mana und durchsuchen unser Deck nach dieses Mal Elixir of Immortality. Dann spielen wir unser Lion's Eye Diamond. Jetzt können wir wieder für 1 Mana das Elixir of Immortality abwerfen und in Reaktion darauf unser Lion's Eye Diamond benutzen. Gehen wir auf 7 Mana. Und suchen uns unser Lion's Eye Diamond raus. Gut. Jetzt kommen wir in den Punkt, dass wir jetzt für 1 Mana das Elixir of Immortality spielen können und das für 2 Mana opfern können, um unsere Karten und unseren Friedhof wieder in unser Deck zu mischen. So. Das heißt, wir sind in derselben Situation, nur dass wir jetzt statt 3 Mana 4 Mana haben und ein Lion's Eye Diamond auf der Hand. Bedeutet, wenn wir den Zirkel jetzt wieder machen, gehen wir dieses Mal auf 6 Mana. Das bezahlen 1 Mana, exilen das, holen uns ein Lion's Eye Diamond. Dann spielen wir das, bezahlen 1 Mana, exilen die Karte. In Reaktion darauf benutzen wir das Lion's Eye Diamond, gehen auf 5 Mana. Und suchen uns ein Lion's Eye Diamond. Spielen wir das Lion's Eye Diamond, bezahlen wir 1 Mana, exilieren das Lion's Eye Diamond, opfern das Lion's Eye Diamond, gehen wir wieder auf 7 Mana. Und durchsuchen unser Deck nach Elixir of Immortality. Dann spielen wir das Lion's Eye Diamond. Für 1 Mana exilieren wir das Elixir of Immortality, opfern in Reaktion darauf das Lion's Eye Diamond. Gehen wir auf 9 Mana. Suchen uns Lion's Eye Diamond. So, jetzt haben wir genau die Situation, die ich gesagt habe. Das heißt, wir spielen jetzt für 1 Mana das Elixier und können es für 2 Mana benutzen und sind, wie ich schon gesagt habe, bei 6 Mana. Selbe Situation. Das heißt, wir machen jedes Mal, wenn wir das zirkeln, 2 Mana. Das heißt, wir machen uns Infinite Mana und beginnen dann, den Zirkel zu verändern. Weil wir haben ja dann immer noch keine Handkarten und kommen immer noch an nichts ran. Was wir mit Infinite Mana machen ist, wir suchen uns das Elixier of Immortality, werfen das in das Intuition und suchen uns damit eine Aether-Spruchbombe. Spielen die Karte,
mischen unser Friedhof rein, werfen dann für einen Mana die hier ab, suchen uns das Elixir of Immortality, spielen die Spruchbombe, opfern sie, um eine Karte zu ziehen. Das heißt, wir kriegen eine weitere Karte in unsere Hand, sagen wir es ist die Narset, und können dann wieder das Elixir of Immortality abwerfen, können uns irgendwas raussuchen an Artefakt, das ist erstmal egal. Spielen es, mischen unseren Friedhof wieder rein, können dann eben die Spruchbombe mit dem Artefakt, was wir noch rausgesucht haben, wieder raussuchen, können das wieder abwerfen, können uns wieder das Elixier holen, können das wieder spielen und eine weitere Karte ziehen. Das machen wir dann so lange, bis wir den Kahn gezogen haben und können den Kahn dann spielen und aus unserem Sideboard eine Walking Ballista spielen. Für x gleich 1 Million, ich schieße dich für 500.000 Schaden kaputt. Ebenfalls können wir es auch so machen, dass wir uns vorher schon einen Kappa-Kanonier holen, den einfach in Infinite stark machen und dann unblockbar angreifen und damit halt wirklich so eine Art krasse Sachen machen. Was dieses Deck halt auch machen kann, und das finde ich sehr, sehr, sehr cool, kann ich euch jetzt einmal ganz kurz zeigen, denn der Containment Construct hat auch einen anderen Start, den ich schon hingelegt habe, der wirklich strong ist. Und zwar waren das hier meine Handkarten. Das bedeutet, wir können für 2 Mana das Construct spielen, Lion's Eye Diamond spielen, Lion's Eye Diamond für insgesamt 6 Mana benutzen. Der Kahn geht ins Exile. Den können wir dann von unserer Hand aus spielen, ihn minusen, aus unserem Sideboard ein Liquid Metal Coating holen, für die restlichen 2 Mana das Coating spielen und egal was der Gegner versucht, wir können ihm jetzt seinen Länder kaputt machen. Super einfach, super strong. Super, super cool. Ich mag das Deck. Ich finde es wirklich, wirklich cool und ich hoffe, ich konnte euch mit dem Combo-Tutorial ein bisschen was zeigen. Ich hoffe, ich habe es genug erklärt. Und wenn ja, lasst mal einen Daumen hoch da, bitte. Das haben wir in letzter Zeit wieder sehr, sehr wenig. Wir haben viele Zuschauer, die zugucken. Wenig Leute, die tatsächlich das Video bewerten. Deshalb, wenn ihr Spaß daran hattet, dass ich mal wieder was gezeigt habe, wo wir Lion's Eye damit kaputt machen, Daumen nach oben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Nahblick seht. Ciao, ciao.